Ja, tütata, jawohl, das Erzgebirge ist ziemlich arm, und zwar schneearm. Und das am 1. Februar, wo normalerweise ein Meter hoher Schnee liegt. Und du wolltest, wo wolltest du heute hin? Du wolltest mich heute, nee, ja, du wolltest mich heute nach Seifen führen. Nein, ich wollte dich zum Ausgangspunkt der erzgebirgischen Volkskunst führen. Nach Seifen also? Nein, Dieter, das war Olbernhau, das ist Olbernhau. Ach. Der Ort der sieben Täler. Ach, das hier unten heute ist dann Olbernhau. Der 1. Februar und hier der 1. April. Und übrigens ist hier auch die Mundartgrenze. Das ist nämlich die Flöher, die Mundartgrenze. Da können wir ja bei Gelegenheit mal drüber auch einen Witt machen. Wie sie auf der einen Seite sprechen und wie sie auf der anderen Seite sprechen. Mal ein bisschen Dialekt hier ins Erzgebirge wieder reinbringen. Nicht schlacht. Aha, der Tisch ist reichlich gedeckt mit Grünzeug. So, mit Grünzeug, das kenne ich aber nicht vom Tisch. Vom steinernen Tisch, meinst du? Ja, vom steinernen Tisch aus der Schweiz, der Sachsen. Ja, 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 der steinerne Tisch, der ist in der sächsischen Schweiz in der Nähe der Bastei. Und das heißt ja auch ein steinerner Tisch, das heißt Steintisch. Ja, und das ist alles, was vom Brandgut Pfaffroda stehen geblieben ist. Der steinerne Tisch. Der Steintisch. Ach, der Hier Steintisch. Heißt der Steintisch. Der Steintisch. Mit Grünzeug. Ja, immer muss man hier durch das Erzgebirge rammeln. Es wird ja langsam Zeit, dass du hier mal Urlaub machst und ein Ferienheim suchst. Hast du immer noch keines gefunden? Doch, habe ich es gefunden. Ich wollte doch eins zeigen. Ja? Hier ist ein Ferienheim. Muss noch ein Wort dazu. Achso, da muss ich rumdrehen, die Kamera, ja. Ein ehemaliges Ferienheim. Aha. Ein ehemaliges Ferienheim. Jedenfalls zu DDR-Zeit war es noch Ferienheim, aber ich nehme an, das ist schon aus einer Zeit davor. Also dem Bau nach zu urteilen, ist es aus den 30er Jahren. In Olbernhau, im Gebüsch in Olbernhau. Naja, die 30er Jahre haben wir ja bald wieder. Lost Place. Wen es interessiert, da kannst du dich an mich wenden. elbe@online.de. Ich kriege mit Sicherheit raus, wem das jetzt gehört, ob das einem gehört, das kriege ich mit Sicherheit raus. Hallo. Was? Na, klick auf. Jetzt habe ich dich erwischt hier. Du hast geguckt. Eine spruchreife Lage ist es hier. Gibt es da eine Ansprache zur Lage der Nation? Ich gehe in Widerspruch. Immer wieder diese Widersprüche. Stehen die so krumm hier rum? Mach endlich mal einen Spruch. Krumm stehe ich rum. Krumm ist was anderes. Hier unten ist krumm in Hennersdorf. Komm, wir gehen jetzt zur Grabentour. Runter nach krumm in Hennersdorf und dort machen wir die Grabentour. Das fangen wir mit der Grabentour an. Die Sonne geht auf. Tja, auch in den tiefsten Tälern gibt es Lichtblicke. Wie hier auf der Grabentour. Tja, und nicht nur Lichtblicke, sondern auch Lichtlöcher. Ja. Ja, und das Kuriose an der ganzen Sache, im Lichtloch ist es dunkel. Ja, guck an, und die Witzbolde sind ja auch unterwegs. Ja. Fahrerin gesucht. Schau an. Am Ende der Tour gibt es hier noch einen Futterplatz. Ja. Hier zum Beispiel. Futterplatz. Am Ruderalplatz, da wächst immer viel. Hier zum Beispiel kommt der frische Sauerampfer raus. Den nehmen wir gleich mit. Ein bisschen lassen wir stehen immer. Und das am 8. Februar. Bitte schön, Dieter. Ein Blick zu Schloss Rheinsberg. Ein Blick zum Schloss Rheinsberg. Hier sind wir aber in Sachsen. Wo ist denn hier der Rhein? Ah, hier sind die Muld und die Bobbritsch in der Nähe.
Und schau mal genau hin. Rheinsberg. Das ist Rhein geschrieben, ohne H. Ach, ohne H. Mann, oh Mann. Ich habe einen Stein gefunden. Es ist ein Männerstein. Nee, Quatsch. Scherz beiseite. Hinter dir ist der Frauenstein. Ja, aber das findest du diskriminierend. Ja, aber der Ort drumherum heißt der Ort Frauenstein und nicht die Frauenstein. Ist beides drin, die da. Nur, du weißt nicht, die weißt es nicht. Der Ort heißt Frauenstein und die Burg heißt Frauenstein. Ja, ja. Die was ist noch nicht da? Ja, das ist eine schöne Aussicht. Ja, der Wetterstein sagt, es windet, weil er wackelt. Sieh mal, guck mal, hier ist eine große, eine ganz große Kleingartenanlage. Ja, in welchem Ort sind wir denn hier? Du hast ja die Übersicht. Ich habe das. Ja, nicht ja im Griff. Das ist hier die Gartenanlage bei Rodenfurt. Ach, bei Rodenfurt. Ha? Und warum heißt denn das Rodenfurt? Hm. Weil hier rote Dächer sind wahrscheinlich. Ah, deswegen ganz bestimmt nicht. Ich denke, Furt hier ist ja ein Bach. Die Einheimischen sagen Forellenbach. In manchen Karten steht Kleinwaldersdorfer Bach. So, und da ist eine Furt früher gewesen, heute vielleicht auch noch. Und drumherum wurde der Wald gerodet, Rodenfurt, das ist für mich stimmig. Die roten Dächer sind später gekommen, heute erst, heutzutage. Aha. Nachdem der Ort schon lange so heißt. Der heißt schon lange so, ja. Sieh mal, was hast du denn wieder angestellt? Ich suche hier den Hahn, wo ist er denn? Ah, die da. Du suchst weder einen Hahn, noch eine Gaststätte, wo es einen Hahn, einen Bräuler gibt. Du bist ja eh Vegetarier und es ist kein Bräuler, kein Hahn, kein Hähnchen und sonst was. Der Ort heißt Hahn, Klein Hahn. Und das ist hier fast alles, was von Klein Hahn übrig geblieben ist. Ach. Auf tschechischer Seite. Und ich nehme an, hier war auch mal ein Signalberg. Das nächste Mal nimmst du eine bessere Kamera mit, wenn du hinter mir guckst, da geht man so ein Fels. Ich habe nur gute Kameras mit. Ja, ja. Das nächste Mal nimmst du eine größere mit. Da hat man nämlich hier einen Blick zu diesem Berg und das war bestimmt ein Signalberg. Und ansonsten kann man auch hier ins Tal runter gucken. Das ist hier Rundumblick, 360 Panoramablick hast du hier mit einer großen Kamera. Ins Deutsche. Ja, siehst du Deutsche, siehst du aber auch das tschechische Katharinenberg. Jetzt ist gerade Schatten drauf gekommen. Ansonsten siehst du sehr gut. Ja, sieht man sehr Teile gut. Vom tschechischen Katharinenberg. Ja. Sieh mal, komm runter aus der Höhe. Ja, ich bin jetzt auch endlich da. Ich habe mir jetzt vom Tschechen im besten Deutsch erklären lassen, dass der etwaige Signalhügel Edwardsberg, Edwardshügel heißt. Müssen wir recherchieren. Recherchieren? Ja, mit Rolf Morgenstern wieder. Mit Rolf Morgenstern. Der wird das wissen. Und hier ist ein Eschterhahn. Ja, ja. Hm.